heutigen spannenden Episode wird abgerechnet mit Jesse Blue. Doch weder die Star-Sheriffs noch die Outrider sind der neuen Macht von Jesse gewachsen. Aus Feinden werden Verbündete, Yuma am Abgrund und die Verzweiflung wird Überhand nehmen. Können unsere Helden gegen die Roboter-Armada bestehen? Das alles und noch mehr jetzt in dieser Episode von Saber Rider und die Star-Sheriffs. Endlich hatten wir Jesse Blue gefunden. Er befand sich im Zentrum des mobilen Outrider-Planeten Pluton, den wir vor 5 Jahren scheinbar zerstört und zurück in die Phantomzone geschickt hatten. Doch Pluton war nicht vollständig zerstört worden. Ebenso wenig wie die Triton-Materie. Jesse hatte uns mit einem Spion hinters Licht geführt und Daten gestohlen, die er benutzte, um sich mit der Triton-Materie zu verbinden und Unsterblichkeit zu erlangen. Gerade als er uns in die ewigen Jagdgründe schicken wollte, geschah das Unfassbare. Nemesis, die eigentliche Persönlichkeit der Triton-Materie, erwachte und übernahm die Kontrolle. Wir konnten knapp mit Ramrod von Pluton entkommen, doch dieser, kontrolliert von einem Hybridwesen, verschmolzen aus Nemesis und Jesse Blues Psyche, war uns dicht auf den Fersen. Das war knapp. Fireball, gib alles. Na, was denkst du denn? Dieser neue Ramrod ist spitz. Aber hat der echt nicht mehr unter der Haube? Ich meine, wir können doch wohl einem verdammten künstlichen Planeten mit böser Persönlichkeit entkommen. Pluton selbst schütteln wir langsam ab. Das ist nicht das Problem. Aber der Planet hat eben 2 Dutzend Jagdschiffe ausgespuckt, die uns am Heck kleben. Sag das doch gleich, denen werde ich eine Party spendieren. Ich benutze die obere flexible Schnellfeuerkanone und puste sie ins Nirvana. Falls du bei dem Zickzackkurs triffst. Tut mir leid, aber ich stehe nun mal nicht drauf, von Lasern getroffen zu werden. Keine Sorge, ihr sprecht hier mit Colt. Ich befreie mit einem halben Schuss eine Fliege aus dem Spinnennetz. Der berühmte Colt. Du warst auch schon mal besser. Ja, verdammt, die Burschen sind übel schnell. Die Ausrede lasse ich ausnahmsweise gelten. Außerdem sehe ich gerade, dass wir unerwartete Verstärkung kriegen. Das sind meine Jungs. Ich empfange 7 Outrider-Jagdmaschinen. Mehr hat dein Kahn nicht zu bieten, Marduk? Hättet ihr nicht so viele abgeschossen, wären es vielleicht einige mehr. Hört auf mit dem Gezanke. Die Dinger sind wirklich schnell. Schneller als alles, was wir bisher bekämpft haben. Da wir angeschlagen sind, sollten wir uns nicht auf einen langen Kampf einlassen. Marduk, April wird eine Verbindung zu den Jägern und dem Zerstörer öffnen. Sag ihnen, dass sie die Ladeluke öffnen sollen. Wir kommen ziemlich schnell rein. Sobald wir drin sind, können deine Jäger umkehren. Wenn sie das überleben. Mist, alle 7 hat's erwischt. Was habe ich euch gesagt? Aber sie haben uns wichtige Zeit erkauft. Wir haben es geschafft. Vorsicht beim Anflug, Fireball. Ich bin die Mutter der Marzipankiste. Marduk, auf die Brücke mit dir. Die Robojäger drehen nicht ab, also müssen sie abgeschossen werden. Deine Männer brauchen dich. Was du nicht sagst. So schnell habe ich den noch nie rennen sehen. Und wir folgen ihm gleich. Soll niemand bleiben, um Ramrod zu bewachen? Ich glaube, unsere Verbündeten sind zu sehr beschäftigt, als dass sie hier spionieren können. Wie läuft's? Diese unbemannten Jäger sind wirklich das Schnellste, was ich je gesehen habe. Wir haben zwar eine große Anzahl an Geschützen, aber bislang nur wenig Abschüsse. Lenkraketen nützen gar nichts. Irgendwelche größeren Schäden? Bisher nicht. Nur ein unbedeutender Treffer am Heck. Die Sektion wurde umgehend abgeriegelt. Durch stetiges Feuer halten wir sie auf Trab. Aber es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis sie etwas Wichtiges treffen. Ihre Feuerkraft ist nicht ohne. Okay, das reicht mir. Kommander Marduk, wir verschwinden. Ladet den Hyperantrieb auf. Also gut. Ich hoffe, diesmal hält er. Wohin soll es gehen? Außerhalb ihrer Reichweite. Nur weg von hier. Wartet nicht darauf, dass der Antrieb vollgeladen ist. 50 Gigahertz dürften an Abstand reichen. Die geben einfach so auf? Nein, das ist ein taktischer Rückzug. Die Energie dürfte reichen. Gut. Dann.
Oh, nö. Alle in Ordnung? Mir geht's gut. Aua. Mehr oder weniger. Schadensbericht. Schnell. Treffer in der Nähe des Energiespeichers. Wir haben ein kleines Leck. Verdammt. Die Energie für den Hypersprung geht zurück. Doc, worauf wartest du? Wir müssen springen. Der Hyperantrieb könnte wieder Schaden nehmen. Diesmal sogar völlig zerstört werden. Wir wissen nur eins. Wenn wir hier nicht auf der Stelle die große Flatter machen, enden wir als kaltes Buffet im All. Schön. Auf eure Verantwortung, Star Sheriffs. Neo, starte den Sprung. Ja, Sir. Outrider Airlines, nie wieder. Wo sind wir? Einen Augenblick. Neo? Ja, Sir. Also... Hey, diese Sternenkonstellation kenne ich. Ja, wir sind in der Nähe vom Planeten Pecos. Wir sind also aus der Phantomzone raus. Und weiter als ich dachte. Ich schätze, der Energieverlust hat die Einstellungen für den Sprung durcheinander gebracht. Nero, wie groß sind unsere Schäden? Die Sektionen mit Lecks wurden alle abgeschottet. Wir sind glimpflich davongekommen. Das Leck im Energiespeicher ist unser größtes Problem. Ich glaube aber, dass wir das flicken können. Glauben kannst du in der Kirche. Öffne die Schotten und schick sofort ein paar Leute dorthin. Außerdem sollen ein paar andere mal den Hyperantrieb durchnehmen. Tja, also sitzen wir erstmal wieder fest. Ich fürchte ja. Mit dem Leck fliege ich die Mühle nirgendwo hin. Sehr vernünftig. Also, was sollen wir jetzt tun? Als erstes sollten wir... Ja, wir bekommen eine Verbindungsanfrage von Yuma. Yuma? Wir haben ein Hypercom eingerichtet, damit wir mit dem Kavallerie-Oberkommando sprechen können. In der Phantomzone funktionierte es aber nicht. Durchstellen. Daddy? Commander Eagle? Hey, Trent. Daddy, wir hören dich. Wir werden angegriffen. Der künstliche Auto da. Der Rechner ist zum Start. Hilfe! Brecht eure Mission so schnell wie möglich. Wir versuchen durch. Eagle, enden. Hallo? Zu spät, die Verbindung ist weg. Ladies, das klang gar nicht rosig. Es klang für mich so, als ob Yuma von Pluton angegriffen wird. Dieser verdammte Planet muss sich in den letzten Jahren von selbst regeneriert haben. Von Verbesserungen wie einer Staffel automatisierter Raumjäger und einem Hypersprungantrieb ganz zu schweigen. Ich wette, der hat auch noch mehr Überraschungen für uns auf Lager. Wie wir ja jetzt wissen, lebte, sofern man davon sprechen kann, die Triton-Materie noch. Vielleicht hat sie nur auf einen Spender für Körper und Geist gewartet, um sich vollends zu aktivieren. Und dieser arme Tropf war dann Jesse. Bloß kein Mitleid mit diesem Hund. Was wollt ihr tun? Die Reparatur des Schiffes wird durchaus etwas Zeit in Anspruch nehmen. Das Leck im Energiespeicher ist ein größeres Problem, als ich angenommen hatte. Und dieser verdammte Hyperantrieb hat auch was beim Sprung abbekommen. So eine Überraschung. Was gibt's da eigentlich groß zu überlegen? Wir nehmen Ramrod und legen einen Turbosprint bis nach Yuma zurück und treten dann diesen Jesse Nemesis Outrider-Planeten so kräftig in den Hintern, dass er zurück nach Muttern rennt. Du hast vollkommen recht. Wie lange ist denn besagter Turbosprint? Ja, mit Ramrod 1 haben wir von Yuma bis nach Pecos etwa 18 Stunden gebraucht, wenn ich mich richtig erinnere. Mit dem jetzigen Ramrod packen wir das in unter 10 Stunden, da bin ich mir sicher. Gut, machen wir es so. Marduk, wir sind zwar nicht gerade die besten Freunde, dennoch bedauere ich es, dich und deine Mannschaft im Stich lassen zu müssen. Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen nach Yuma und Jesse, Nemesis, ach, was auch immer aufhalten. Das rührt mich ja fast. Nein, im Ernst. Ich hatte nichts anderes erwartet und habe Verständnis dafür. Es war nicht uninteressant, mehr über euch Menschen zu erfahren und zu sehen, woher ihr eure Motivation nehmt. Na sowas. Schön, ich will mal nicht so sein. Ich könnte mich fast dazu hinreißen zu sagen, Marduk, du bist eine Zierde deiner Rasse. Nimm es als Kompliment. Das werde ich. Leb wohl, Marduk. Los, Leute, sputen wir uns. Jawohl, auf zum nächsten Stresstest. Gar keine so üblen Menschen. Aber wir sollten nicht vergessen, dass diese vier für eine Vielzahl unserer Verluste verantwortlich sind. Wir sind Phantomwesen und darauf geeicht, Krieg zu führen. Doch irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass Frieden vielleicht gar nicht so schlecht sein könnte. Sir? Sinnlos. Sir, was machen wir jetzt? Wir beheben alle Schäden. Wie ist die Verbindung zur Phantomzone? Holo-Übertragungen sind nicht möglich, aber wir müssen eine Audioverbindung kriegen. Dann verbinde mich sofort mit Orcus Nebula. Jawohl, Sir. Ich muss mit Thanatos sprechen. We'll be right back.
Langsam kribbelt's in meinem Bäuchlein. Gar nicht auszudenken, was passiert sein könnte. Ich bin froh, dass Robin zu Hause auf Ahone ist und nicht auf Yuma. Wie lang brauchen wir noch? Noch etwa 3 Stunden, wenn wir diese Geschwindigkeit beibehalten. Das werden wir. Weder ich noch Ramrod sind müde. Sag Bescheid, wenn du eine Pause brauchst. Dann übernehme ich. Ich glaube, das wird nicht nötig sein. Ich bin so voller Power. Ich habe das Gefühl, ich könnte Pluton und diesen Jesse Nemesis im Alleingang verdreschen. Überschätz dich nicht. Wir brauchen dich ganz cool. Fehler können wir uns nicht leisten. Ich weiß, obwohl die Vorstellung von einem coolen Fireball sehr seltsam ist. April, kannst du mir schon was Neues erzählen? Nein, ich bekomme immer noch keine Verbindung nach Yuma. Wahrscheinlich sind alle Kommunikationsmöglichkeiten ausgefallen. Ich könnte versuchen, eins unserer Schiffe, die in der Nähe kreuzen, zu erreichen. Gute Idee. Versuch es. Ist im Untergang geweiht. Diese Androiden überrennen uns einfach. Nur die Ruhe, mein Junge. Ich habe die Star-Sheriffs vor etwa 6 Stunden erreicht. Ich weiß nicht, wie viel sie von meiner Nachricht mitbekommen haben, aber ich zweifle nicht daran, dass sie kommen werden. Bis dahin müssen wir alles tun, um dem Feind, diesen Outrider-Androiden und ihrem Planeten, so viel Schaden zuzufügen wie möglich. Ja, Sir. Tut mir leid. Sie haben uns einfach überrascht und dann überrannt. Dieser mechanische Planet kam aus dem Nichts und hat unsere planetare Verteidigung aussehen lassen wie wehrlose Zinnsoldaten. Plötzlich waren sie überall und haben unsere Stützpunkte in Schutt und Asche gelegt. Captain Riggs, noch sind wir nicht geschlagen. Ich weiß, dass die Sky Guardians sich in der Stadt verteilt haben. Ihnen macht so schnell kein Roboter-Lümmel was vor. Wir müssen jetzt auf Jason warten. Ich hoffe, er... Wer ist da? Ich bin es, Jason. Geht es Ihnen gut, mein Sohn? Ja, Sir. Wurden Sie verfolgt? Nein. Wie sieht es aus? Kommen wir durch die Einkaufspassage zu Dr. Kesas Labor? Ja, ich glaube schon. Ich habe in der Passage nur 4 von diesen Androiden gesehen. Das dürfte zu machen sein. Wir sind zu 7. Die haben wir im Nu platt gemacht. Gut. Ich hoffe, Dr. Kesa ist wohlauf. Vielleicht hat er auch ein Ass im Ärmel. Gentlemen, es geht los. Diese robotisierten Mini-Jets erinnern mich an die Hyperjumper aus dem 2. Outrider-Krieg. Ja, aber jetzt ist nicht die Zeit, um sich zu fragen, ob die Outrider etwas damit zu tun haben. Selbst wenn es ihr mobiler Planet ist, der da oben im Weltall vor Yuma schwebt, haben wir noch keinen echten Outrider gesehen. Okay, wir können weiter. Ganz langsam, Männer. Wir müssen die Überraschung auf unserer Seite haben und sie auch richtig nutzen. Ach, in Ordnung. Ich zähle 3 Androiden. Wahrscheinlich ist hinter diesem Guavensaftstand noch einer. Mindestens. Das schaffen wir doch, oder? Sicher, McDagger. Du gibst mir und den anderen Deckung. Banner, Rogers und Winkle, ihr kommt mit mir. Auf 3 stürmen wir rein und erledigen diese Schweine. Denkt dran, auf den Kopf ziehen. Bis der zerstört ist, bleiben die Dinger gefährlich. Alles klar, Cap. Jason! Kommen Sie rüber zu mir. Wir warten hier. Ja, Sir. Okay, fertig? Kann losgehen. 1, 2, 3. Los, weiter! Winkle, rechts von dir! Winkle! Verdammt! Nimm das Stück Dreck! Captain Riggs! Feuer einstellen! Ist schon gut, Sie haben ihn erledigt. Winkle. Oh Mann. Er ist tot. Tut mir leid, Captain. Ja, mir auch. Los, wir müssen weiter. Über die Straße und dann sind wir beim Labor. Seid vorsichtig. Das Labor hat aber schon mal bessere Tage gesehen. Könnte schlimmer sein. Aber diese Outrider-Androiden waren definitiv hier.
Halte die Augen offen. Zwei Mini-Jets! Auseinander! Achtung! Feuer! Ja. Beide erwischt. Jason! Los, wir müssen ins Labor. Dort haben wir bessere Deckung. Sind sie unverletzt? Ja, dank dir. Das ist gut. Jason! Jason. Er ist tot, Sir. Wir können nichts mehr tun. Wir müssen weiter. In das Gebäude, Sir. Ja, Sie haben recht. Aber bitte nehmen Sie ihn mit. Ich will ihn nicht hier draußen lassen. Ja, natürlich. MacDagger, Rogers. Ja, Sir. Werner, gib uns Rückendeckung. Jawohl, Sir. Niemand hier. Die meisten Lampen funktionieren, also haben wir noch Strom. Schließen Sie das Tor, Banner. Ich will keine ungebetenen Gäste hier. Hallo? Ist jemand hier? Dr. Kesa? Sir, ich würde vorschlagen, dass wir etwas... Wer ist da? Näher treten, aber schön langsam. Oh, Entschuldigung. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Dr. Kesa. Commander Ebel, meine Güte, also mit Ihnen hätte ich nun wahrlich nicht gerechnet. Ich bin froh, dass wir Sie gefunden haben. Geht es Ihnen gut? Ja, ich schätze, das Einzige, an dem ich momentan leide, ist ein zu hoher Blutdruck. Ich dachte mir, dass Sie noch hier sind. Dennoch muss ich fragen, was Sie hier noch machen. Beim ersten Anzeichen wurde doch ein Großteil des Personals, und da schließt Sie mit ein, evakuiert. Doch man meldete mir, dass Sie nicht dabei waren. Das stimmt. Ich habe meinen Mitarbeitern gesagt, dass ich hier bleibe. Wieso? Nun, ich habe niemanden. Niemanden, bis auf meine Arbeit. Und Sie wollten nicht, dass diese Robopenner Ihre Arbeit zerstören? Wie Sie sehen, bin ich unbewaffnet. Ich hätte gegen den Feind nichts ausrichten können. Aber sie waren tatsächlich hier. Drei Androiden. Übrigens, eine ganz außergewöhnliche Technologie. Diese Roboter müssen... Doktor! Ja? Oh ja, Entschuldigung. Also, drei Androiden haben hier kurz rumgewühlt, sind dann aber wieder abgezogen. Ich habe mich in Labor 3 verschanzt, bis ich etwas gehört habe. Ich sah nach und da waren sie. Ich sehe ein, wenn Sie keine Angehörigen haben, dann ist das etwas anderes. Aber Sie müssen an Ihr Leben denken, Doktor. Ich muss vor allem an das Leben meiner Mitbürger denken. Nachdem gemeldet wurde, dass sich Yuma ein Objekt nähert, habe ich es mir mit dem Hyperteleskop angesehen. Ich war ziemlich überrascht, dass dieses Ding offensichtlich derselbe künstliche Planet war, der uns schon einmal angegriffen hat. Das ist richtig. Der Evakuierungsbefehl wurde gegeben und danach brach jegliche Kommunikation zusammen. Ich hatte nur wenig Zeit, also beschloss ich zu bleiben und an einem längst vergessenen Projekt zu arbeiten. Das ist ja alles ganz interessant, aber wir müssen so langsam hier weg. Wir müssen uns mit dem Rest der Ahne-Kompanie treffen. Captain Wicks hat recht. Kommen Sie mit uns, Doktor. Sie werden noch gebraucht. Sie verstehen nicht. Dieses alte Projekt ist genau das, was wir jetzt brauchen. Wollen Sie damit sagen, dass Sie hier eine Art Waffe haben, um die Invasoren zurückzuschlagen? Vortrefflich ausgedrückt. Kommen Sie mit, ich zeige es Ihnen. Wir sind gleich da. Geht's noch, Fireball? Ich fühle mich prächtig. Ich bin das Viertagesrennen von Alamo gefahren. Das hier war ein Klacks dagegen. Unsere Abtaster zeigen mir, was wir schon befürchtet haben. Pluton greift Yuma an. Jetzt wissen wir auch, wieso niemand geantwortet hat. Pluton blockiert die Signale und unsere Kreuzer schweben im All wie tote Fische. Ach du dickes Ei. Ich kann es kaum erwarten, auf diese mechanischen Hundesöhne zu treffen.
Ich habe die Schnellfeuerkanonen neu konfiguriert, sodass die Zielerfassung schneller läuft. Übertreib's nicht. Für so schnelle Gegner sind die Bordkanonen nicht konstruiert. Wart's ab. Ein paar werde ich damit vom Himmel holen. Ich schlag vor, dass ich einen Schwenker fliege und wir von der anderen Seite kommen. Ja, mach das. Flieg am besten einmal um den Mond. Pluton soll nicht wissen, dass wir kommen. Bis jetzt werden wir nicht verfolgt. April, sobald wir unter der Wolkendecke sind, suchst du nach Commander Eagle. Über seine Marke können wir seinen Standort bestimmen. Genau. Und freie Sicht. Oh, nein. Wenn's diese Städte schon so hart getroffen hat, wie muss dann erst Yuma City aussehen? Es scheint so ziemlich jede Stadt erwischt zu haben. Ich empfange ziemlich viele Signale, die mir sagen, dass überall auf Yuma gekämpft wird. Pluton muss eine gigantische Armee von Robotern haben. Aber woher? Die Triton-Materie war anscheinend nie wirklich erledigt. Irgendein Restprogramm muss diese Droidenarmee all die Jahre produziert haben. Ich habe Daddy gefunden. Er ist bei 35, 51, 28. Mal sehen. Das ist Dr. Kesas Labor. Dr. Kesa, Sie haben völlig recht. Das hier könnte unseren Sieg bedeuten. Sagen Sie, wieso wurde damals die Arbeit daran gestoppt? Oberflächlich betrachtet aus finanziellen Gründen. Andere Projekte hatten Vorrang. Eine derart starke elektromagnetische Pulsbombe brauchten wir damals eben nicht unbedingt. Damit ich das richtig verstanden habe. Die meisten EMP-Waffen sind gegen Outrider-Technologie nutzlos, weil sie irgendeine seltsame Frequenz in der Energie haben. Ja, simpel und laienhaft ausgedrückt, ja. Gut, und Ihre Bombe findet diese Frequenz, stellt sich darauf ein und macht sie damit unschädlich. Vortrefflich interpretiert. Das ist toll, denn wir haben nur Androiden als Gegner. Anders als Cyborgs sind das komplette Maschinen, aber dafür ist es eine ganze Armee und wir haben nur eine Bombe. Deswegen müssen wir sie wohl überlegt einsetzen, sofern sie einsatzbereit ist. Oh, das ist sie. Eigentlich. Es fehlt nur noch eine Abschussvorrichtung. Das ist nicht so leicht zu realisieren, denn die Bombe ist sehr empfindlich. Sehen Sie, der Mantel... Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Also gut, wir haben keine Möglichkeit, diese Bombe abzufeuern. Das ist das eine Problem. Das andere ist, wie kommen wir da hoch und da rein? Wo rein? Natürlich in den Outrider-Planeten. Haben wir erst diesen ausgeschaltet, könnte das mit einem Schlag alle Bodentruppen hier auf Yuma außer Gefecht setzen. Diese automatisierten Flugdrohnen sind so schnell, dass es einem Selbstmord gleichkommt. Selbst ein Sky Guardian dürfte es nicht schaffen. Außerdem wissen wir weder, wo sie sich aufhalten, noch kommen wir... Was ist das? Draußen wird gekämpft. Rogers, kommen Sie mit. Wir sehen uns das an. Okay. Öffnen Sie das Tor. Halten Sie die Position und ducken Sie sich. Okay. Das ist doch... Ramrod! Saber Rider! Sie haben es geschafft. Ja, auch wenn es nicht leicht war. Ach was, ich habe keine Sekunde an meinem aufgemotzten Schnellfeuerschätzchen gezweifelt. Ist Commander Eagle hier? Ja, er ist im Labor mit... Daddy! April! Oh Gott sei Dank. Ihr habt meine Nachricht wirklich erhalten. Ja, nicht ganz vollständig, aber es hat uns gereicht. Wie schlimm ist es? Schlimm. Aber wir haben einen Plan. Nun, genau genommen, einen halben. Nettes Bömpchen. Wenn wir davon gewusst hätten, hätte uns das vielleicht einiges an Arbeit erspart. Ich meine, dieses Ding da ist heftig, falls es wirklich funktioniert. Oh, das will ich meinen. Und du hast auch nichts davon gewusst, Daddy? Nein, das lag nicht in meinem Bereich. Ich muss dazu sagen, dass auch ich das Projekt ziemlich vergessen hatte. Machen Sie sich keinen Vorwurf, Doc. Also das größte Problem ist, dass wir die Bombe nicht abfeuern können. Wenn Sie das Problem mit dem Transport lösen... Na, wofür sind wir denn da? Wir fliegen zu Pluton, feuern mit der Winchester ein Loch in das Ding und fertig. Natürlich. Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich werde es tun. Und wie? Das Loch muss nicht groß sein und auch nicht tief. Die Bombe hat einen Zündungsradius von 800 Klicks, nicht wahr? Korrekt. Das reicht allemal, um das Zentrum von Pluton lahmzulegen. Ich werde auf Steed in das Loch fliegen und die Bombe abwerfen. Stellen Sie den Zeitzünder nicht zu knapp ein. Der EMP wirkt nachhaltig. Es soll heißen, alles, was getroffen wird, dürfte auf lange Sicht unbrauchbar sein. Wenn es Sie erwischt, ist Ihr Roboterpferd sowie Helm- und Anzugelektronik irreparabel beschädigt. Keine Sorge. Steed und ich sind schnell. Was dann?
Und wie dringt ihr überhaupt sicher zu Pluton vor? Wir haben jetzt eine geeignete Waffe gegen ihre Drohnen. Ja, aber ich mache mir Sorgen, ob die Schnellfeuer-Bordkanonen das so lange mitmachen. Sie werden. Wir wissen nicht, wie viele Drohnen uns erwarten. Vielleicht auch noch etwas anderes. Wir müssen das Risiko eingehen. Wenn der EMP seinen Dienst verrichtet hat, dringen wir durch den stillgelegten Lauf des blauen Kobaltblasters ins Zentrum vor und stellen Jesse Blue. So ist es. Gut. Sobald Plutons Technologie ausgeschaltet ist, müsste das Störsignal verschwinden, sodass wir endlich wieder mit dem Rest von Yuma kommunizieren können. Also dann. Alles bereit. Ramrod ist fertig zum Start. Die Luft ist rein. Vorerst. Dann los. Na bitte. Die haben ja nicht lange auf sich warten lassen. 7 Robojäger nähern sich von 3 Uhr. Okay. Ihr wisst, wie es laufen muss. Ja, schnell und hart. Ich frage mich, ob diese Dinger Angst empfinden können. Vermutlich nicht. Warte, bis sie auf 5 Klicks an uns dran sind. Ja, seif mich doch ein. Die warten nicht auf 5 Klicks. Das war knapp. Halt, jetzt. Adios, Flamingos. Ja, kommt her, ich habe für jeden etwas. Das hättest du nicht sagen sollen. Da kommen tatsächlich noch mehr. Ich zähle 14. Oh, Mama. Ruhig bleiben. Mist. Von 9 Uhr nähern sich 6 weitere. Mir deucht, die glauben, hier gibt's was umsonst. Verdammt. Ist nicht weiter wild. Nur ein Streifschuss. Mist. Leute, dieser Streifschuss hat uns ganz schön durchgeschüttelt. Ehrlich? Ist mir glatt entgangen. Dabei ist irgendwas in der Schnellfeuerkanone zu hoch gegangen. Die war ja eh schon ziemlich überreizt. Verdammt. Wir sind wehrlos? Außer diese Dinger entschließen sich spontan, um die Hälfte langsamer zu fliegen, sodass wir sie mit unseren anderen Waffen abknallen können. Das wird wohl nicht passieren. Hey, von vorne kommen noch ein paar. Das wird mir echt zu bunt. Ich kann jetzt schon kaum noch ausweichen. Komm schon, denk nach. Geier! Da hat was gleich mehrere von den Dingern erwischt. Das ist doch... Seht mal nach draußen. Es ist Marduks Zerstörer. Soll mich doch der Affe lausen, soll er doch. Hallo, Star-Sheriffs. Eure Gesichter solltet ihr sehen. Ihr konntet den Schaden reparieren? Offensichtlich. Wieso seid ihr hier? Ich meine, das ist nicht euer Kampf. Da widerspreche ich. Wer? Geh mal zur Seite, Marduk. Ja, oh, mit dem ist bestimmt nicht gut Mädchen küssen. Wir hatten noch nicht persönlich das Vergnügen, Star-Sheriffs. Du musst Thanatos sein. Sehr richtig. Demnach bist du Saber Rider. Sehr richtig. Gut, dann haben wir das ja geklärt. Also, natürlich werden wir Outrider nie mit euch Menschen dauerhaft Frieden schließen. Aber im Moment sollten wir zusammen gegen diesen Verräter Jesse Blue vorgehen. Doppelt verraten hält eben doch nicht länger. Ich bin mit Marduk hier, um sicherzugehen, dass Jesse Blue erledigt wird. Also schön, hier ist der Plan. Haltet uns ihre Jäger vom Hals, damit wir ungestört zu Pluton kommen. Wir werden ein Loch in seine Hülle schießen, durch das ich reingelange, um eine Bombe abzuwerfen, die die Technologie von Pluton lahmlegen soll. Danach müssten alle Androiden kampfunfähig sein. Auf unser Zeichen hin feuert ihr aus allen Rohren auf Pluton. Abgemacht. Bringt mir Jesse. Tot oder lebendig. In Ordnung. Super, wir haben freies Geleit. Die Drohnen beschäftigen sich nur mit dem Zerstörer. Der muss auch einiges zugelegt haben. Schlägt sich nicht schlecht. Wir sind gleich da. Sehr gut. Macht euch bereit.
Kampfbereitschaftsphase. Fireball, du hast sicher darauf gewartet. Na, haben wir das nicht alle? Ramrod 3 übernimmt ab sofort die Steuerung. Bestätige, April. Habe Steuerung übernommen. Kampfbereitschaftsphase 1. Hoch damit und raus mit ihnen. Volle Energie und fertig ist die Ramrod Infanterie. Keine Zeit verlieren. Colt, mach uns den Büchsenöffner. Alle mal die Ohren zuhalten, es wird laut. Guter Schuss. Jetzt haben wir ein Loch. Ich kann leider nicht sagen, wie tief es ist. Mit etwas Glück haben wir einen Gang erwischt, der mich noch tiefer hineinlässt. Wenn ich das Paket überbracht habe, komme ich wieder raus und zu euch rein. Dann fliegen wir zum Schacht. Pass auf dich auf! Ihr auch auf euch. Sagt er eben mit etwas Glück? Seit wann verlässt er sich auf Glück? Ja, er ist eben auch nur ein Mensch. Jetzt habe ich Angst. Ich flog durch das Loch, das Colt gut gezielt in Plutons Außenhülle geschossen hatte. Es hatte einen Durchmesser von etwa 100 Metern und schien überdies einigermaßen tief zu sein. Es überraschte mich ein wenig, dass es uns gelungen war, ein derart tiefes Loch in diesen Koloss zu schießen. Ich hatte angenommen, dass die Oberfläche etwas besser gepanzert gewesen wäre. Nach etwa 150 Metern verjüngte sich das Loch immer weiter. Ein Zeichen dafür, dass ich bald an das Ende gelangen würde. 150 Meter waren jedoch nicht tief genug. Ich musste weiter in die Nähe des Zentrums. Doch auch wenn ich auf der Brücke noch von Glück gesprochen hatte, wusste ich in der Tat schon, dass nach weiteren 30 Metern ein Gang an der Seite abgehen würde, da ich zuvor die alten Karten, die wir von Pluton hatten anfertigen lassen, studiert hatte. Zu meiner Enttäuschung jedoch sah ich keinen Gang. Verdammt. Habe ich nicht aufgepasst. Alles in Ordnung bei dir, Saber? Ja, aber ich finde den Gang nicht. Du kannst ja nicht immer Glück haben. Lasst euch doch nicht auf den Arm nehmen. Laut unserer Karte müsste in meiner Nähe ein Gang abzweigen. Du wusstest das? Sicher. Deswegen sage ich doch, macht immer eure Hausaufgaben. Einen Moment, ich checke das. Ja, du hast recht. Wieso sind wir da nicht drauf gekommen? Cool bleiben. Dafür weiß ich es ja. Begib dich mal genau zu der Wand, an der dieser Gang kreuzen soll. In Ordnung. Der Gang ist noch da. Genau. Aber ich sehe... Moment. Er ist ein wenig blockiert. Nächstes Mal höre ich auf meinen eigenen Rat und bleib cooler als cool, um vernünftig nachdenken zu können. Wahrscheinlich hatte unser Schuss den Gang verschüttet. Ja, aber nichts, was ein paar kräftige Tritte aufhalten könnte. Ich fliege weiter. Was war das? Unser Heck hat es schwer erwischt. Herr, ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten können. Die Phantasmakreuzer sollen ihr Feuer auf 9 Uhr verstärken. Die Hyperjumper sollen streuen, damit sie weniger gute Ziele abgeben. Ja, Herr. Ach, ist das nicht herrlich? Dieses Vibrieren von Explosionen um uns herum. Laser und Plasma zerschneiden die Luft. Es fehlen nur die Schreie. Wie ihr meint, Herr. Schleim hier nicht rum. Bring uns lieber zu folgenden Koordinaten. 8, 8, 13. Schön langsam. Diese Blechbirnen sollen nicht so schnell merken, dass wir weg wollen. Ja, Herr. Gleich sind wir das. Du bist bald am Ziel. Meinst du, dass diese Tiefe ausreicht? Ja. So, ruhig, mein Alter. Vorsichtig. Einen Blick in den Raum werfen. Das habe ich mir gedacht. Was ist los? Der Raum ist gesichert mit automatischen Laserkanonen. Sicher nichts, was du nicht lösen könntest. Danke für dein Vertrauen. Steed, du bleibst hier. Ich bin gleich wieder da. Dann wollen wir mal. Ich hechtete in den Raum. Laser zischten knapp an mir vorbei, als ich mein Schwert zog. In Windeseile knöpfte ich mir die Kanonen an den Händen vor. Eine nach der anderen fiel zu Boden. Es fühlte sich gut an. Saber, bist du okay? Ja. Okay. Ich zünde jetzt die EMP-Bombe und werfe sie in den Raum. Danach mache ich mich hier flugs vom Acker.
Behaltet meine Position im Auge. Wenn ich nahe genug bin, öffnet die Luke, damit ich rein kann. Wird gemacht. So, enttäusche uns nicht, Wunderwaffe. Gutes Gelingen. Und jetzt weg hier. Los, Diet. Wie viel Zeit hat er? Genug. Was ist, wenn er es nicht schafft? Dann werden Steed und die Systeme in seiner Uniform und seinem Helm gerastet. Dadurch wird ihm dann die Luft abgedreht. Leute, Thanatos Zerstörer hat Kurs auf Pluton genommen. Langsam, aber er ist eindeutig auf dem Weg. Das war doch auch der Plan. Wenn wir Bescheid geben, verwandeln sie Pluton in einen fauligen Schweizer Käse. Ja, aber überleg doch mal. Meinst du, die warten echt, bis wir das Signal geben? Die wollen Jesse doch auch. Werft eure Bedenken über Bord. Saber hat's geschafft. Ich öffne die Luke. Bei dir noch alles dran, Säbelschwinger? Selbstverfreilich. Und jetzt schnell. Noch 20 Sekunden. Machen wir, dass wir zum Lauf des blauen Kobaltblasters kommen. Ist geritzt. Sieh an. Die Outrider gehen auch in Position. Ich traue denen nicht. Wer tut das schon? Aber wir haben leider keine Wahl. Jedenfalls keine angenehme. Noch 5... 4, 3, 2, 1. Geschafft! Laut meinen Daten hat der Planet keinen Saft mehr. Ein Hoch auf Doc Kesa. Ja, ja, Prost. Noch haben wir nicht gewonnen. April, versuch Commander Eagle im Labor zu erreichen. Okay. Es hat funktioniert. Die Androiden und Robotjäger fallen wie die Fliegen. Sehr gut. Das muss man den Fleischlingen wirklich lassen. Jetzt müssen wir nur noch auf das Signal von Saber Rider warten. Bist du verrückt? Herr? Bring uns in Stellung. Befehle unserer restlichen Streitmacht, das Gleiche zu tun. Dann warten wir darauf, dass die Star-Sheriffs im Innern des Planeten sind. Genau das hatte ich doch vor. Ja, aber wir warten nicht auf das Signal dieses Pfadfinders. Wir eröffnen sofort das Feuer und zerlegen Pluton, Jesse Blue, Nemesis und die Star-Sheriffs mit einem Streich. Wir sind drin. Hier hat sich ja seit dem letzten Mal nichts verändert. Haltet die Augen offen. Das Ding hat zwar keine Energie mehr, aber wir haben es immer noch mit Jesse Blue zu tun. Was war das denn nun wieder? Eine Explosion. Ja, aber wovon? Es dürfte hier doch... Die Outrider! Oh nein! Diese verräterischen Drecksäcke! Lass uns beeilen! Ich würde jetzt zu gerne ihre Gesichter sehen. Marduk, unsere Einheiten bei der südlichen Halbkugel sollen ebenfalls... Marduk? Wo ist der hin? Commander Marduk wurde im Maschinenraum gebraucht. Ein Notfall. Dann befehlen Sie es eben. Jawohl! Herr, entschuldigt, dass ich so plötzlich gehen musste. Es war ein Notfall. Ja, ja. Jetzt werden wir endlich diesen... Was war das? Ich dachte, diese mechanischen Maden sind alle erledigt. Nero! Ja, Sir! Oh nein! Was ist los? Ich weiß es nicht genau, aber unsere Energiebatterien haben irgendeine Fehlfunktion und geben uns nur noch das Nötigste. Was? Wir können gerade so fliegen. Diese verdammten Idioten! Ich werde nachsehen und diese inkompetenten Narren bearbeiten. Gut. Sorgt dafür, dass wir wieder feuern können. Wir müssen zuschlagen. Jawohl, Herr. Neo, halte mich auf dem Laufenden. Ja, Sir. Hört man? Ich höre nichts. Eben. Ich glaube, sie haben das Feuer eingestellt. Beeilen wir uns. Da sind wir. Das Zentrum. Seht mal. Was? Dort oben an der Triton-Materie, unterhalb der Decke. Jesse, er thront da wie ein Kaiser. Ich würde meinen Hut ziehen, wenn ich einen hätte. Dieser EMP hat selbst mich überrascht. Doch wie naiv seid ihr, dass ihr glaubt, mich damit vollends ausschalten zu können. Hey, wieso redet ihr noch immer mit zwei Stimmen? Und diese kommen von überall her. Allerdings, verdammt, wie kann das sein? Los, redet mit mir. Selbstgespräche sind so furchtbar langweilig. Wie hast du den elektromagnetischen Impuls überstehen können?
Es braucht schon mehr, um meinen Kern zu erwischen. Sicher, den Rest habt ihr erledigt. Ich bin völlig wehrlos. Aber noch bin ich am Leben. Das nennst du Leben? Angeschlossen an einer Maschine, die dein Bewusstsein übernommen hat? Jesse, selbst für deine Verhältnisse ist das ziemlich krank. Ich bin nicht mehr länger Jesse Blue. Versteht ihr denn nicht? Ich bin eine neue Lebensform. Das Beste aus zwei Welten. Oder eher, ich war es. Ihr habt alles ruiniert. Ihr habt es geschafft, meine Feinde. Ich bin wehrlos geschlagen. Dann werden wir ins Raum kommen, dich abmachen. Nein, niemals. Ihr werdet mich nie kriegen. Und wie willst du das verhindern? In meinem Kern ist noch genügend Energie, um ganz Pluton zu zerstören. Oh, und ein Teil von Yuma wird bestimmt mit draufgehen. Musstest du unbedingt fragen? Nicht, wenn ich dich vorher mit einem Maverick-Blitzschuss wegblase. Warte, ich empfange diffuse Energieimpulse. Da braut sich was zusammen. Es ist zu spät. Bevor ich das ein für alle Mal erledigt habe. Den Rest kannst du behalten, Drecksack. Los, Feuer, bring uns weg hier. Mein Stichwort. Wenn wir draußen sind, müssen wir alles auf Pluton abfeuern, was wir haben. April, nimm Kontakt mit Marduk auf. Egal, was sie getan haben, sie müssen einsehen, dass wir Pluton gemeinsam in Stücke schießen müssen, bevor er uns alle mitnimmt. Geht klar! Was geht da vor sich? Waren die Star-Sheriffs erfolgreich? Das weiß ich nicht, aber wir empfangen Daten über eine starke Ansammlung von Energie, die sich im Inneren von Pluton zusammenbraut. Sie... Oh nein! Sie wird immer stärker, Herr! Es muss eine Selbstzerstörung sein! Und die Explosion wird stark genug sein, um uns auch zu erwischen. Verdammt nochmal! Wo bleibt Marduk? Wir müssen Pluton zu Schlacke schießen. Auch wenn wir wieder volle Energie hätten, weiß ich nicht, ob wir das jetzt noch ohne die Star-Sheriffs packen würden. Verflucht. Wir haben wieder volle Energie. Alle Waffensysteme sind online. Sehr gut, dann... Sehen Sie, die Star-Sheriffs sind wieder da. Na sowas. Herr, wir haben wieder Energie. Was du nicht sagst... Die Star-Sheriffs kontaktieren uns. Annehmen, aber ein bisschen plötzlich. Wir wissen, was ihr vorhattet, aber jetzt bleibt uns keine Zeit mehr, um darüber zu streiten. Pluton wird sich jeden Moment selbst zerstören und wird auch euch treffen. Das wissen wir. Also was reden wir hier rum? Geben wir diesem Ding alles, was wir haben. Endlich sind wir mal einer Meinung. Welche Position? Bleib so. Schön ruhig halten. Okay. Das wird knapp. Colt, Winchester-Geschütze ausfahren. Jawohl, Herr General. Feuer. Bis er zerstört ist. Das wird hoffentlich bald sein. Ich kann uns kaum halten. Solange müssen wir die Winchester noch nie abfeuern. Was war das? Unser Becken hat das abgekippt. Wir überlasten ein wenig. Verdammt, wir können gleich nicht mehr. Das gefällt mir gar nicht. Wir feuern alles ab, was wir haben. Die Energieleitstände halten. Ja, aber unsere Batterien überhitzen und die Leitungen im gesamten Schiff machen dieses Dauerfeuer ebenfalls nicht mehr lange mit. Ich dachte, das ist ein hochmodernes Kriegsschiff. Wo sind wir denn hier? Auf einer Nussschale? Herr, wir mussten nie eine derartige Feuerkraft... Ach, verdammt! Gebt alles, was ihr habt! Konzentriert das Feuer auf diese Stelle dort! Ja, Herr! Und alles raus, egal ob wir dabei draufgehen. Ich leite jede Energie, die wir haben, in den Feuerleitstand. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. Ich auch. Jetzt! So, jetzt machen wir den Flash. Egal, weiter feuern. Es entstehen Risse. Ja, wir haben es geschafft. Das war knapp. Was ein Spaß. Die meisten Trümmer stürzen auf Yuma. Euer Befehl, Herr. Wie viel Energie haben wir noch? Ich würde von einem Kampf abraten. Kommen wir in die Phantomzone? Ja, Herr. Sehr knapp. Marduk, befiehl den Rückzug. Wir verschwinden. Sehr wohl. Die Menschen sollen sich glücklich schätzen. Außerdem trete ich keinen Feind, der am Boden liegt.
Das würde gar keinen Spaß machen. So long, Star-Sheriffs. Alle in Ordnung? Nur ein bisschen Kopfschmerzen. Ich bin okay. Ich auch. Unsere Systeme laufen auf Sparflamme. Die Notbatterie ist angesprungen. Aber wir sind ziemlich ramponiert. Was für ein Stress. Oh Mann, seht mal die ganzen Trümmer. Ach, es sind nur wenige dabei, die groß genug sind, um der Reibung zu widerstehen. Die meisten werden in der Atmosphäre verglühen. Daddy will uns sprechen. Gut, wir gehen auf den Schirm. Sir? Geht es euch gut? Ja, uns geht's gut. Ramrod ist angeschlagen, aber mit der Notreserve kommen wir noch nach Hause. Sehr gut. Das war ausgezeichnete Arbeit. Und wir würden es jederzeit wieder tun. Und dafür sind wir da. Dafür gibt es die Star-Sheriffs. Wir sprechen uns dann im Hauptquartier. Das, was davon noch übrig ist. Sir? Bis dann, Daddy. Du hast recht. Die meisten Teile verglühen. Ja. Wie goldener Regen. Unser Schicksal wird uns führen. Dorthin, wo wir gebraucht werden. Und wenn uns die Gefahr auch umzingelt. Freunde werden immer zusammenhalten. Nur noch Ruinen. Unser schönes Haus. Aber wir können das doch wieder aufbauen, oder Mama? Das stimmt, mein Schatz. Mama, Mama, schau mal, dort liegt jemand. Ja, stimmt. Warte hier, Rose. Was ist mit dem Mann? Er ist verletzt. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Wo? Ganz ruhig. Ich werde Ihnen helfen. Wie heißen Sie? Ich weiß es nicht. Sie!